Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Time at Portia. So, dann stehe ich auch mal auf. Oh, scheint mal die Sonne zu scheinen oder so. Gucken wir mal. Oh ja, da schien die Sonne durchs Fenster schon hinein. Wunderbar. Oh, was fliegt denn da rum? Hui, hier fliegen Hubschrauber rum. Ja, ich habe mich mal einen Tag nochmal in die Mine begeben zwischenzeitig und ich möchte ganz gern meine verbleibenden Skillpunkte mal, ja, setzen. Und ich würde sagen, das mit dem Bergbau habe ich jetzt schon, nämlich den Pflanzenguru, den Handwerker, verringere die Materialkosten bei der Fertigung am Arbeitstisch. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Ich glaube, ich mache erstmal, ne? Viehzucht, Elektriker, erhöhe den Schaden von Bohren und Kettensägen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was kommt denn da noch? Ist ja Wahnsinn. Maximales Durchhaltevermögen erhöht. Tja, was machen wir denn? Den Bergbau, den werden wir auf jeden Fall mal verbessern. Und munter, nehmen wir das. Ja, ich glaube, das machen wir so, ne? Sind wir ganz gut unterwegs denn mit dem Bergbau? Ja, ne? Das zieht sich schon eine ganze Weile. So, ich möchte gern mal meine Vertreibung aus Portia fortsetzen und würde gern zur Bernsteininsel fahren. Ha, da kann ich mich ja hinporten. Ja, sehr schön. Meine Baumwolle ist mittlerweile auch fertig. Post hatten wir nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da möchte ich gern hier hin. Wunderbar. Hallo? Hallo? Jetzt. Moin. Schade, dass wir hier nicht so eine Fahranimation so richtig haben, ne? So kurz zumindest. Okay, zur Bernsteininsel soll ich gehen. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier so Schönes machen können. Ich brauche ja auch irgendwie noch so Eisenholz und so einen ganzen Kram. Aber warte mal, kann ich hiermit... Oh, eine bessere. Was? Noch besser? Okay. Naja, denn, ne? Hallo, Pinky, na? Unterhalten. Miau. Miau. Soll ich Pinky irgendwie beschenken? Bestätigen? Oh. Okay. Fisch möchte Piggy offensichtlich nicht. Ich soll tatsächlich nochmal in die Höhle gehen? Warum denn das? Agent H, ja. Wieder einer zerstört. Sollte nicht mehr lange dauern. Und diese Idioten von der Ziviltruppe laufen immer noch rum wie die Hühner, denen man den Kopf abgeschnitten hat. Rache ist wirklich süß. Dieser kleine Quälgeist wird schon noch bereuen, dass er unseren Sammelbetrug vereitelt hat. Kein Handwerker mehr. Zurück an die Arbeit. Huch! Was ist los, Bruder? Ah, du bist es. Völlig egal. Ich schätze, dass wir den Plan etwas beschleunigen müssen. Dieses Mal erledigen wir dich wirklich. Okay. Oh mein Gott. Entschuldigung. Machen wir mal hier so vielleicht. Moin. Komm hier, ihr zwei, machen wir jetzt hier mal so ein bisschen, ich hoffe, ne, hier einfach drauf los. So, einen haben wir schon mal. Und dann müssen wir Tuss und Tass und, ach, was weiß ich, wie er heißt. Ah, geschafft. Oh, warum kannst du nicht einfach beim ersten Mal bezahlen? Lauf weg! Warum sollte ich? Ne? So, wir nehmen hier gleich mal noch ein bisschen Kromsens mit. Ja, die Höhle müsste ja jetzt eigentlich sicher sein. Ah,
wir nehmen hier erstmal, wir räumen erstmal so ein bisschen auf, ne? Also, ne, das machen wir auf jeden Fall. Nützt ja nichts. So. Wer weiß, was wir hier noch. Guck mal, alte Teile haben wir gekriegt. Wunderbar. Oh, wo geht's denn? Ach, das ist die Abkürzung hier hoch, oder was? Na, guck mal einer an. Ja gut, die sind jetzt hier natürlich alle weg, ne? Okay, dann würde ich sagen, laufen wir hier wieder runter, schnell. Komme ich hier runter? Ja. Und dann müssen wir, glaube ich, hier lang, ne? Hier sind wir hergekommen. Und ich würde sagen, dann laufen wir hier auch wieder raus, ne? Wir müssen uns ja jetzt hier eigentlich nicht... Komme ich hier nicht einfach raus? Wie komme ich denn... hallo? Hallo? Oh nee, muss ich jetzt... Hä? Bin ich von... Wo bin ich denn gekommen? Bin ich von da gekommen? Okay. Ja, wenn nicht, ne? Bin offensichtlich doch nicht von der anderen Seite gekommen. Oh man. So, Pinky mag keinen Fisch offensichtlich. So, hier ist immer noch das Wasser grün. Aber dafür müssen wir erst Sachen bauen. Und ich hoffe ja irgendwie, dass wir das hier besser hinkriegen. Alu, wo finde ich denn jetzt Alu? Das ist es mit dem Aufzug, glaube ich, ne? Oh, da gibt's Äpfel. Sollten wir uns die mitnehmen? Naja, können wir immer noch machen, ne? Oh, da ist jemand aufs Pferd gebackt, so. Moin. Oh, Mann. Moment, sehe ich das vielleicht so? TÜV der Haltestelle? Ja, das ist schon klar. Fischeintopf? Ja. Okay, warte mal, hier, Klinikladen. Wo haben wir denn, das ist nur die Haltestelle. Noch eine Haltestelle. Oh Gott, wie viele Haltestelle soll ich denn hier noch machen? Oh Mann. Wo finde ich jetzt Ziviltruppe, ne? Ich würde sagen, da oben. Also wir müssen unbedingt... hier noch eine Bushaltestelle da oben bauen. Oder eine TÜV-TÜV-Haltestelle und so. Und irgendwie müssen wir hier noch Laternen bauen und oh mein Gott. Naja, also ich würde sagen, wir haben noch eine ganze Weile zu tun, wa? So schnell sind wir hier, glaube ich, nicht fertig. Bin ich hier richtig? Zivil, da ist er. Moin. Hallo. Ich glaube, ich habe ein Bellen gehört, als ich durch das zerfallene Ödland patrouilliert bin. Ich habe nachgesehen, konnte aber nichts finden. Vielleicht möchtest du das nochmal überprüfen. Ach so, das war die Geschichte mit dem Hund, ne? Oh, Veria, da bist du ja. Tut mir leid. Wir kommen dem Fall längst nicht so gut voran, wie wir gern würden. Ist schon in Ordnung. Ich habe herausgefunden, dass es diese Banditen von früher waren. Sie sind davongelaufen, nachdem ich sie besiegt hatte. Du solltest es besser uns überlassen, Verbrecher zu erledigen. Das hätte gefährlich sein können. Aber ich bin froh, dass du unverletzt bist. Ich schätze, dass wir uns bei Higgins entschuldigen sollten. Wir haben ihn schließlich mehrere Male verhört. Du lieber Himmel! Vielen Dank für die Info. Wir werden diese Banditen finden. Alles klar. Haben wir das auch erledigt? Dann, ja, ne? Gucken wir einfach mal missionsmäßig, was wir noch haben. Bambus-Papaya, ich habe keine Ahnung. Den Hund sollen wir finden und diesen Aufzug sollen wir machen. Oh, meine Güte. Kann man hier was machen? Nö, kann man nicht. Okay. Es hätte ja sein können, ne? Wir probieren einfach alles aus, was irgendwie geht. So, hier ist diese Haltestelle, die ich machen soll. Wie komme ich denn jetzt? Ach so, warte mal, da komme ich doch von hier unten aus hin, ne? Von hier komme ich doch da bestimmt gar nicht hin.
Nee, das sieht irgendwie ziemlich dicht aus. Da muss ich, glaube ich, unten lang durch, ne? Oh, was war das? Ach so, das war Treten. Bambus-Papaya, wo soll ich denn das jetzt wieder ausgraben? Eieieiei, okay. Ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal weiter auf Questreise. Wir sollen ja hier sowieso ins Ödland. Oh meine Güte, ich erinnere mich, dass ich hier schon mal war. Was bist du? Aufsammeln? Bambus-Papaya. Na, guck mal. Sehr schön. Sind die gefährlich? Wo kriege ich denn jetzt, wo ist denn das Hundi? Muss ich vielleicht noch weiter rumfragen erst? Wir gucken nochmal. E-Mission. Ein neuer Freund. Nee, herumfragen habe ich. Den Hund soll ich jetzt finden. Oh meine Güte. Oh. Seid ihr lieb? Oder seid ihr... Oh. Bist du lieb? Oh, oh. Er ist offensichtlich nicht so lieb. Aber na gut. Haben wir hingekriegt. So, wie soll man denn jetzt hier den Hund finden? Ist das nicht ein bisschen groß hier? Ach, du lieber Himmel. Oh Gott. Also, oh Gott, und lauter von diesen Fliegeviechern. Moin. Oh oh. Kann es sein, dass man mich angreift? Vielleicht, eventuell, möglicherweise. Oh oh. So, wo sind wir hier? Guten Tag. Oh, oh. Oh, da sind ganz viele davon. Ach du lieber Himmel. Eieieiei. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe ein klitzekleines bisschen Angst. Kann man hier vor diesen Zetteln? Nee, kann man nicht. Oh. Wie komme ich hier durch? Wie komme ich hier wieder weg denn irgendwann? Oder eher nicht so? Hallo, guten Tag. Ist es möglich, hier mal kurz so ein bisschen durchzulaufen? Hallo. Oh, öffnen. Laufen. Seltsamer Spiegel, okay. Hui. Ich hab's geschafft, glaube ich, ne? Aber wie? Wo zur Hölle soll ich denn jetzt hier den Hund finden? Ich glaube, das Problem hatte ich schon mal, ne? Ich kann mich erinnern. Oh. Ich sehe hier nirgends einen Hund. Oh. Hier hat sie geklingelt. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Kann man hier oben vielleicht einen Hundi finden? Hallo. Hallo, Hund. Ah, oh. Ajo. Oh, hier kommst du nicht weiter. Ah. Okay, dann müssen wir wohl hier durch, moin. Hier kommst du überall nicht lang, du musst hier irgendwie rum. Oder auch nicht. Uff. Na, das kann ja was werden. Hallo, Hund. Aha, da ist also auch noch eine Haltestelle. Was bist du hier? Nachsehen. Ein seltsames Objekt, das auf dem Boden gefunden wurde. Es scheint zu etwas aus der alten Welt zu gehören. Ja, können wir das nicht mitnehmen? Ah, offensichtlich nicht. Schade. Ah, noch eine Kiste. Marmor. Hm. So, was haben wir hier? Können wir das abbauen? Nein. Natürlich nicht. Ist der Hund denn in der Mine drin? Oh, ich hoffe doch nicht.
Ja, da kommen wir auch nicht weiter. Kriege ich hier? Warte mal. Kann ich diesen Baum? Oh, bessere Axt. Was gibt's hier? Was fällt hier runter? Nix. Oh, ein wilder Kokon. Okay. Ui. Irgendwie machen die mir ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Okay, ja, was mache ich denn jetzt? Suche ich hier den Hund weiter? Soll ich hier reingehen? Kläranlage Level 1. Level 10 bis 15. Na ja, gut, das ist 3 Stunden. Aha. Okay. Ja, moin. Ich brauche mal hier Sachen. Oh Gott. Kriegen wir hin. Wir haben 2 Level 20 umgehauen. Jo, wunderbar. Es war dunkel, Leute. Ich sollte vielleicht nach Hause gehen. Ich sollte unbedingt TÜV-Haltestellen bauen. Definitiv. Ich kann mir vorstellen, dass der Hund tatsächlich in so einer Mine drin ist, ne? Naja, wir werden ihn irgendwann finden, hoffentlich zumindest. Nee, das war er nicht. Das waren irgendwelche anderen Dinge. Bin schon weg. Ich lasse euch schon in Ruhe. Ich habe immer noch nicht genug Bambus-Papaya. Ich hatte ja gehofft, dass ich jetzt hier genügend finde. Naja gut, das scheint ja nicht zu eilen, ne? Gut, Kinders. Ich würde sagen, wir sind ein ordentliches Schrittchen weitergekommen. Furniture Store. Keiner weiß, wann er wieder da ist. Ach so, alles klar. ja, wir haben ordentlich was geschafft, ordentlich was erreicht, würde ich sagen. Wir haben Agent T und Agent H mal wieder in ihre Schranken gewiesen. Und ja, ich denke, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier noch ein paar Haltestellen baue. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, ne? Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr denn mögt, beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.